lalala. Es ist so ruhig geworden. Hallo? Aber da gehe ich gleich hin. Sieht aus, als hätten wir in Kapitel 3 unseren ersten Bossgegner. Ich konnte doch noch von hier oben. Ja! Schwarmsausen! Hihi! Find ich super! Mein Swarm braucht es ja, ne? Klasse. Der hat es nötig. Oh, da liegt noch was. Da liegt noch was! So. Ach so, okay. Zoom! Finde ich auch. Dann brauchte man da also kein Steinchen. Flieg weiter! Du bist so ein Lahmarsch. So, da stand aber noch der Teddybär. Was ist? Oh ja, ich hatte gehofft, dir über den Weg zu laufen. Wähle ein beliebiges Objekt, das du kaufen möchtest. Nee. Leb wohl, Skylander. Auf Wiedersehen. War schön mit dir. So, das geht nicht kaputt. Ach, das ist wie Geldsack aus den ersten Teilen von Spyro. So. Kaputti. Skybolter. Yeah. So, und das. Auf in den Kampf. Beruhigt euch mal. Rock hat euch Unterhaltung versprochen. Und hier ist sie. Ein Skylander. Bereit, in der Arena zu kämpfen. Ist das etwa keine Unterhaltung? Gute Antwort. Und den verrückten alten Einsiedler nicht zu vergessen, den Brock als Köder benutzt hat. Hallo? Ich dachte, Brock wäre wirklich der Einsiedler. Und jetzt starten wir das Chaos! Okay. Arena-Kampf! Oh, ist das niedlich. Das war jetzt süß. Monster-Matcher. So, komm, hier, bam, bam. Das macht Spaß. Leute verprügeln. Und Chompies zermatschen. Nächste Welle. Das nennst du eine Welle? So, alles schön matschen. Dann sind wir hier auch schnell durch. Irgendwie ist das Spiel mit den Giants zu einfach, habe ich das Gefühl. Da hält sich jemand für ziemlich hart. Nun, wir fangen gerade erst an. Runde 2. Mal sehen, ob du damit klarkommst. Das ist heiß. Ah, natürlich, damit komme ich klar. Könnt natürlich auch einen Feuer-Skylander nehmen, das wäre... Ne? Achso, euch muss ich hier hauen. Das geht ja so nicht. Stufenaufstieg. Yeah! Wunderbar. Und apropos Feuer-Skylander... Moment. Flameslinger ist ja auch nicht gerade der stärkste, oder? Schick die Flammen los! Dieser Hut! Ah, die feuern uns an! Flameslinge! Ach, cool! Stufen auf! Yeah! Yeah! Na also! Bitte la! Ach, schön! Schön, wie wir angefeuert werden. Oh, dieser Skylander scheint alle unsere Gladiatoren besiegt zu haben. Bis auf dich. Ich sag's ja. Throw Koloss. Dann zeig mal, was du drauf hast.
Ich kann Kreis machen. Kreis machen. Kreis um ihn. Ah, Heilung? Nee, du gehst mal weg. Yeah! Nein, 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 geh weg. Der wird noch geheilt von dir da. Und von dir. Lalalala. Geh doch weg. Ich mach dich alle. Aua. Auch noch mehr Heiler. Aber der Koloss ist down. Ich wollte nur, dass man ihn gern hat. Ich dachte, der Skyländer würde die Leute glücklich machen. War das falsch? Ich denke nicht. Falsche Antwort. Oh, der Einsiedler war jetzt aber gemein. Es waren die Wolken, die mich verraten haben, weil ich etwas gesehen habe. Du siehst nicht wie eine Wolke aus, aber man weiß ja nie. Wolken sind gerissen. Ich bin Amit. Danke, wer immer du auch bist. Du weißt nicht zufällig, wie man von dieser Insel wegkommt, oder? Wir haben ein Schiff. Komm mit. So, Einsiedler gefunden. Gewinne die Arena. Okay. Polterstadt-Polizist. Und da haben wir alles. Wunderbar. Fehlt nur noch das Zeitlimit. Aber egal, wir machen weiter. Aber nicht mit dieser Stimme. Ich mache gleich eine Aufnahmepause. Seid ihr sicher, dass wir uns hier gefahrlos unterhalten können? Sie sind überall, wisst ihr? Die Wolken. Klar, hör zu, man hat uns gesagt, dass du etwas sehr Wichtiges gesehen hast. Also, worum dreht es sich? Um sie. Die Wolken. Sie sind überall. Sieh sie dir an. Sie hören und sehen die ganze Zeit zu. Entspann dich, okay? Die Wolken wollen dir nichts Böses. Sag uns bitte einfach, was du gesehen hast. Alles klar, okay. Ich erzähle es euch. Er wirkt leicht gaga, ne? Ich war dabei, mein Buch über die Gefahren von Wolken fertigzustellen. Aus allen Wolken gefallen. Ist natürlich nur der Arbeitstitel. Ja, ja. Sah ich nach oben und die Wolken vollführten einen verdächtigen, wirbelnden Kriegstanz. Dann geschah es. Da ist er ja. Ich konnte kaum fassen, was ich dann sah. Direkt vor meinen Augen war dieser hässliche, gemeine Kerl. Du weißt schon, der immer versucht, die Skylands zu erobern. Chaos. Nein. Danke für das Einleiten der archaeanischen Kontratron-Startsequenz. Nein. Meine Sensoren zeigen an, dass du einen großen Eroberungshunger hast. Ich grüße dich, neuer Meister. Schlimmer kann es doch nicht gehen, oder? Ach du Scheiße. Und das wäre alles. Oh. Chaos ist zurück und er hat einen archaeanischen Roboter? Schlechte Kombination. Irgendeine Ahnung, wohin sie sind? Klar. Er hat die ganze Zeit gebrüllt, dass er etwas aus einer geheimen archaeanischen Kammer haben will. Worauf warten wir? Wir müssen zuerst dorthin und ihn aufhalten. Moment mal. Nur archaeanische Roboter können die Kammer erreichen. Aber rein zufällig habe ich einen.
Hab ihn in der Eiswüste von Vash geparkt. Jawohl. Wir müssen ihn nur holen. Wir sammeln einen Roboter ein? Ich werde ein größeres Boot brauchen. Okay. Alter. Ach, Brock ist auch mit dabei. Wie schön. Wir haben ihn nicht zurückgelassen. Hey. Hey, wie hast du mich hier unten gefunden? Warte, sag mir nichts. Du weißt schon über den Skylands Arena Polter Club Bescheid, was? Ich könnte sofort einen Kampf für dich ansetzen. Willst du es mal versuchen? Aha, das möchte ich jetzt noch mal kurz ausprobieren. Oh ja, wir Mitglieder im Kampfclub freuen uns sehr, dich als Wettstreiter dabei zu haben. Wähle einfach eine Arena, in der du kämpfen möchtest, dann können wir richtig loslegen. Okay. Knusprige Krawallbude. Und es gibt auch mehrere Wettbewerbe. Und wir können auch erstmal nur diese... Ja, Brock, ist gut. Nur diese eine Arena auswählen. Halte den Zauber auf. Ein Zauberknecht nutzt Gegner für einen Zauber. Lass sie nicht in den Kreis. Okay. Bereit? Dann mal los! Okay. Genau. Lass die Gegner nicht in den markierten Bereich. Okay. Drei, bereit? Ja. Zwei, eins, los! Los geht's! Mal sehen, ob du damit klarkommst! Jobbies. So, auf der anderen Seite auch. Wir dürfen die nicht in den grünen Bereich lassen. Ah, geh da weg! Aber zum Feiern bleibt keine Zeit. Hier kommt die nächste Welle. Geh raus da! Okay. Jumpies. Ich baller hier einfach mal wie wild drauf los, ne? Geh raus da! Wie lange geht das? Oh, Essen! Sei nicht so stolz auf dich! Wir machen uns hier nur warm! Nein, raus da! Nee. Mann, oh Mann! Das war toll, aber mal sehen, wie du mit der nächsten Herausforderung klappst. Ja. Nein, raus da. Geht da raus! Sofort! Nächste Welle im Anmarsch! So, auf der anderen Seite kommen doch bestimmt auch welche jetzt, ne? Zeit mal einen nicht? Gang hochzuschalten! Skylander! Nom. Kekse! Oh! Hi! Aua, das tat ein bisschen weh. Ich sollte nicht zu nah dran stehen. Ja, natürlich! Ich möchte aber den Präsentkorb haben. Ja, Brock ist gut. Hui. Ach, die Attacke kann ich ja auch noch, stimmt ja. Hui. Raus da! Monstermatcher! Geht raus. Sei nicht so stolz auf dich! Ja, wie lange geht das denn hier noch? Lauf ins Feuer, genau. Idioten. Ah, super. Ich werd gefeiert, lalalala. Und zuerst dachte ich, du wärst nur ein kleiner Spinner. Aber jetzt sehe ich, dass du ein harter Kämpfer bist. Natürlich. Neuen Kampf spielen. Nö, wollt euch das nur mal zeigen. Ist gut zum Trainieren, denke ich. Und jetzt? Achso, wir fliegen nochmal aufs Schiff, obwohl wir... Okay, also gut. Dann eben so. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob wir ein paar Verbesserungen machen können. Und dann ist Schluss für heute.
Hey, komm her. Hi. Willkommen zurück. Bereit für eine weitere magische Verbesserung? Wir haben ja auch einen Flügelsaphir gefunden. Müsste jetzt günstiger sein, langsam. Aber nicht für Flameslinger. Schade. Vielleicht für Swarm. Jetzt wird gestochen. Aha. Mit Hex haben wir nicht so viel gespielt. Das lasse ich mal aus heute. Ja, möchte ich. Ja, das können wir uns leisten. Flügelschlag kann schneller und länger fliegen. Oh ja, schneller ist sehr gut. Oh ja. Aha, zeig mal. Ja, geringfügig schneller und länger auf jeden Fall. Ne? Länger? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Mit wem haben wir heute denn noch gespielt? Spyro, oder? Aber der hat doch alles. Verbessern, natürlich. Wir haben die Kohle aber auch immer ganz knapp, ne? Großer Dorn, Schockwellenschlag. Drück und halte X für einen größeren, mächtigeren Schockwellenschlag. Ja. Dankeschön. Aha. Ansonsten machen wir ja nur so. Und hier halten wir ein bisschen und wupp. Alles klar. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder, sprechen noch mit den anderen Leuten und bis dahin. Tschüss.